Moin, willkommen in Ulzburg Süd. Am Bahnübergang der Straße Beckershof kommt ein Zug der AKN-Linie A1 aus Hamburg an. Auf ihrer Stammstrecke setzt die AKN Eisenbahn GmbH bevorzugt die Triebwagen des Typs VTA ein. Die VTA sind zweiteilige dieselelektrische Triebwagen mit 6 Achsen. Fahren wir ein Stück mit, nach Tanneneck. Links fährt gerade ein Zug der Linie A2 aus, nach Norderstedt-Mitte. Wir sitzen in dem Teil des VTA, der als Wagen 1 bezeichnet wird. Hier sind der Dieselmotor und der Generator unter dem Fahrzeugboden eingebaut, sodass das Geräusch des Motors deutlich zu hören ist. Der Motor stammt von Cummins und hat eine Leistung von 485 Kilowatt. Insgesamt 4 Achsen in den beiden Enddrehgestellen sind angetrieben, durch Elektromotoren von je 125 Kilowatt.
Nächster Halt, Tannenbeck. Steigen Sie bitte in Fahrtrichtung rechts aus. Im zweiten Teil der Triebwagen hört man vor allem Elektronik- und Lüftergeräusche. Wir fahren von Tanneneck nach Ellerau. Leider fahren immer wieder unvernünftige Menschen um die geschlossenen Halbschranken herum. Das Plakat warnt eindringlich davor. Die elektrische Ausrüstung stammt von ABB Henschel. Entwickelt und gebaut wurden die Triebwagen von Linke Hoffmann Busch. Diese Aufnahmen entstanden zwischen Quickborn und Quickborn Süd. Ein Zug passiert den Bahnübergang am Haxheider Weg und fährt nach Quickborn ein.
Es folgen Aufnahmen vom Streckenabschnitt zwischen Ulzburg Süd und Tanneneck. Die VTA wurden auch auf der Linie A3 eingesetzt. Ein Triebwagen kommt im Jahr 2023 im Bahnhof Elmshorn an. Hier wird ein Zug aus 2 VTA in Eidelstedt bereitgestellt, um als A1 nach Ulzburg Süd zu fahren. Auch die Hessische Landesbahn besaß ähnliche Triebwagen. Sie wurden dort als VT2E bezeichnet. Hier verlässt im Jahr 2016 ein Triebwagen Frankfurt am Main Hauptbahnhof in Richtung Königstein. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.